Hallo Leute, Pendelhub an der Stichsäge, kennt doch jeder. Aber ein Pendelhub an der Dekupiersäge gibt es tatsächlich auch, und zwar an der Pegas Dekupiersäge. An allen drei Modellen. Das kann man regulieren, diesen Pendelhub, und ich habe ihn so, dass er noch sichtbar und auch fühlbar ist. Wozu ist ein Pendelhub gut? Für einen besseren Spanabtransport. Und dafür habe ich meinen noch minimal eingestellt, so dass ich dadurch auch schneller, fortschrittlicher sägen kann. Also es geht schneller voran. Und wenn ihr jetzt denkt, dass so ein Pendelhub schlecht ist für filigrane Arbeiten, dann beweise ich euch das Gegenteil. Also lasst euch überraschen, seid schlau und bleibt neugierig. Und dass hier ein Pendelhub vorhanden ist, kann man mit bloßem Auge erkennen. Und alternativ kann man hier auch dieses mit diesem kleinen Hilfsmittel, einer Schieblehre erkennen, wie das hin und her pendelt, wenn ich es leicht gegen den Rücken des Laubsägeblatts andrücke. Und so eingestellt wie es ist, lässt es sich gut arbeiten, auch bei filigranen Sachen. Dieses kleine Papierblättchen, welches ich hier ja mit dem Holz ausgesägt hatte, das nutze ich jetzt auch als Sägevorlage für nächste Aussägeversuch, nenne ich es jetzt mal. Und dann schauen wir mal, wie es klappt und wie gut das geht hier. Ich denke mal, man kann einiges erkennen. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, die Zacken zu sägen. Ich zeige euch diese beiden Möglichkeiten, die ich da jetzt selber abwechselnd je nach Bedarf nutzen. Ich säge mit voller Hubzahl, weil damit komme ich ganz gut zurecht. Und der Kunde, der wünscht sich die Zacken ein bisschen ausgeprägter. Insoweit säge ich auch neben dem Strich und säge die Zacken auch ein bisschen größer. Die zweite Möglichkeit ist, immer zwei Schnitte anzusetzen.
In Anbetracht dessen, dass die Kamera einen Teil des Lichts hier weggenommen hat und meine Sicht eingeschränkt hat, kann man aber erkennen, es ist recht zackig geworden. Ich gucke jetzt mal, wie ich das am besten raushole. So. Diese Seite habe ich mit Freischneiden geschafft und die andere in einem Schnitt quasi mit Drehen und so. Und man merkt, es sind kaum Unterschiede da in der Zackigkeit. Das wird noch kurz weggeschliffen. Aber so, denke ich mal, kann sich das fast sehen lassen. Sieht doch ganz nett aus. Also hier nochmal die freigesägten und hier die auf einen Schwung gesägte Zacken. Und trotz Pendelhub konnte ich das hinkriegen. Also, will der mehr wissen über den Pendelhub und wie man den einstellt, schreibt mal unter Kommentare. Ich bin mir sicher, ich habe unter meinen 1229 Videos inzwischen auch eins zum Thema Pendelhub. Aber sucht mal mit dem Begriff dazu nach dem Video, ansonsten kann ich euch gerne noch eins erstellen. Also Leute, wie ich schon erwähnt habe, von Zacken her gibt es kaum einen Unterschied zwischen dem in einem Schritt gesägten oder mit dem Freischnitt gesägten. Zacken sind beide zu beiden Seiten recht gut ausgeführt bzw. prägnant und man kann es als zackiges Blatt erkennen. Das ist eigentlich ein Birkenblatt, was auf Kundenwunsch. Das ist eigentlich ein Birkenblatt, welches auf Kundenwunsch noch verschmälert wurde. Es hätte eigentlich breiter sein müssen, aber der Kunde wünscht das so und Kundenwunsch ist Kundenwunsch. Danke fürs Zuschauen, seid schlau und bleibt neugierig. Ciao, ciao.